Das folgende Match ist angesetzt für einen Fall. Und es ist das Supernova Match. Er wiegt 100 Kilogramm, ist eine Hälfte der Draufgänger, Cody Kidman! Jetzt den nächsten Gegner im Ring. Teilnehmer in diesem Match. Jetzt den nächsten Teilnehmer in diesem Match. Aus Monster Island. Er wiegt 108 Kilogramm. Big Flippy Boy, Tempesta! Und wir rufen jetzt den letzten Teilnehmer in diesem Match.
Nova-Zeit hier bei Nova Nummer 6. Ich wollte es gerade sagen, Alex. Nova Nummer 6, Supernova Nummer 2. Das letzte Supernova-Match war schon ein Feuerwerk an Geschwindigkeit und Umdrehungen. Und wenn ich mir so angucke, wen wir diesmal im Ring stehen haben, dann dürfte das dieses Mal kaum anders aussehen. Da hat der Rosenkavalier seine Rose gleich wieder losgeworden. Allerdings, wie ihm das öfters passiert, nicht unbedingt an einen freudigen Abnehmer. Und jetzt soll es gleich nach draußen gehen. Der Rosenkavalier wird also zu seinen mehr oder weniger erfreuten Fans befördert. Und im Ring wird hart ausgeteilt. Joshua Amaru nimmt sich erstmal Tempesta vor, schickt auch den aus dem Ring mit den harten Ellenbogen. Und jetzt wollen hier Joshua Amaru, immer noch Repräsentant des Baklava Clubs, und Bennett Brown, ehemals Kielzeit, sich eigentlich messen, aber Romero kommt da als dankbarer Prellbock dazwischen. Anderswo, ein Tag-Team, ist hier Bennett derjenige, der das Schlachtfeld räumt. Bennett nimmt Anlauf. Und ja, wer anderen eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät. Und Tempesta hat sich erstmal in den Finger, den nicht ganz moralischen Zeigefinger von Bennett Brown, verbissen. Während jetzt Cody hier fliegen lernt. Oder zeigt, dass er schon längst fliegen kann. Bennett versucht, das wilde Tier Tempesta zu zähmen, aber allerdings schafft er es nicht. Savat Kick. Cody wieder im Ring. Benutzt Bennett als Springbock. Hurricanrana! Was für eine Aktion von diesem riesen Cody Kidman da. Pump Kick, abgeduckt, Handspring, Elbow! Der hat gesessen und das ist es auch, was einen Cody Kidman ausmacht, womit er sich hier letztendlich wahrscheinlich auch seinen Platz im zweiten Supernova-Match ever verdient hat. Der Mann bringt einfach Aktionen, die siehst du sonst von Leuten dieser Größe und dieses Gewichts nicht. Jetzt ist hier allerdings die Reise erstmal gestoppt worden durch den Spinebuster. Tornado Insurigiri into DDT! Ja, der Rosenkavalier Romero, der möchte jetzt zeigen, dass er hier auch nicht der Sandsack für alle ist, aber das sieht Bennett Brown ein bisschen anders. Hat sich hier kurz erholen können. Und springt ins Leere. Flachkörper! Man muss halt bedenken, Bennett Brown hat auch ein ganzes Stück Aufwind bekommen seit der letzten Nova-Show. Dort konnte er ein Match gewinnen, wenn auch unter kontroversen Umständen, gegen Nick Schreier. So hat er sich überhaupt erst die Chance verdient, wieder hier bei Nova in diesem Ring antreten zu dürfen. Und er wäre natürlich sehr erfreut, hier gleich noch einen draufsetzen zu können. Und wie wir sehen, ist Romero im Verteilen von harten Schlägen und Tritten deutlich erfolgreicher als im Verteilen von Rosen. Aber im Gegensatz zu den Rosen kommen die Schläge halt auch postwendend zu ihm zurück. Vier Mann, vier Ecken. Catapult! Oh. Ob das seinen Spirit gebrochen hat? Jedenfalls flüchtet sich Romero hier erstmal auf die Bühne. Ich hoffe nur, er kommt uns hier nicht zu nah. Alles nach draußen. Ja, den Ring brauchen wir nicht mehr, kann abgebaut werden. Was macht Romero da? Anlauf. Ja.
Das sollte ein ganz entspannter Crossbody werden, aber stattdessen Crowdsurfing zurück in den Ring. In den Rücksendung. So. Die übrigen Teilnehmer ignorieren Romero aber auch so ein bisschen. Ob sich das am Ende nicht rächen wird, ist die nächste Frage. Jetzt sehen wir ihn da ganz oben. Und diesmal kommt der Crossbody auch durch. Zustellung erfolgreich. So, Romero schnappt sich jetzt hier einen Gegner. Wählt Cody Kidman zurück in den Ring, denn nur dort kann das Match entschieden werden. Cover. Eins, zwei. Da kommt der Gewichtsvorteil Cody Kidman natürlich nochmal zugute. Aber Romero, der hat jetzt Blut geleckt. Der setzt hier nach, befördert Cody Kidman in die Ringecke, auf die Ringecke. Nimmt Anlauf, frisst den Stiefel. Muss nun selber auf die Ecke. Und kriegt den Kick an die Stirn. Jetzt will Cody Kidman hier offenbar einen Superplex versuchen. Aber da hat er die Rechnung ohne Bennett Brown gemacht. Der kommt dazu. Wankel, Wankel, Häusle baue. Tempesta dazu, Joshua dazu. Und es wird abgründig. Tower of Doom. Und wenigstens für Romero war das definitiv ein Sturz ins Verderben. Der ist aber immer noch so geistesgegenwärtig und rettet sich erstmal da Richtung Ringecke, auf das nicht sofort jemand der anderen Kontrahenten profitieren kann. Ich glaube, die haben diese Aktion auch alle gespürt. Tempesta als erster wieder auf den Beinen mit dem Knie gegen Joshua Maru. Hebt ihn aus. Lädt ihn sich auf. Spinnt ihn herum. Rollt Cody ab auf dem Weg. Ja, kann man nebenbei mal machen. Und er spinnt ihn right around, baby, right around. Schöner Spintos. Das hat vielleicht nicht so den Impact von den klassischen Slams, aber du darfst wissen, Joshua Amaru, der braucht jetzt erst ein paar Minuten, bis der wieder geradeaus laufen kann. Oder denken. Ja, Bennett sagt schon, mit mir aber bitte nicht. Ringt hier mit Tempesta um Kontrolle. German Suplex gegen den Mann von Monster Island. Savard Kick von Cody Kidman. Auf die Ecke. Kater! Und der hat gesessen. Claymore! Und was wird denn hier? Da ist Romero wieder. Air Raid Crash! Tempesta! Lariat! Der Kopf fliegt weg! Ja, man könnte es meinen, das hat gescheppert. Und im Ring, um den Ring herum, bewegt sich einfach nichts mehr, Alex. Casualties everywhere. Das Schlachtfeld des Supernova-Matches zeichnet jeden seiner Teilnehmer. Tempesta steht, holt sich das Publikum. Was wird dieser verrückte Typ jetzt wieder tun? Der Flippy Big Boy. Tempesta deutet hier an, er will nach draußen. Das kann doch jetzt nicht wirklich bringen. Nein, 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 nein. Tempesta, lass das. Nein. 450! 450 nach draußen auf alle Kontrahenten. Er hat sie abgerührt wie die Kegel. Ja, holy shit, ruft das Publikum. Wir können uns dem, glaube ich, nur anschließen. Die machen es genau richtig. Drei Männer sind erstmal raus. Drei Männer sind erstmal raus, aber auch die beiden, die noch im Ring sind, sichtbar gezeichnet von diesem harten Match. Backbreaker! Jetzt weiter nachsetzen, Bennett. Ansatz zum Boston Crab. Und er hat ihn. Weit weg von den Seilen. Romero Rob gräbt die Finger in die Matte. Immer und immer weiter.
zurückgezogen. Wird er aufgeben? Die anderen drei kommen langsam. Und er gibt auf! Gewinner dieses Matches durch Aufgabe. Der Black Guerrilla Army verlässt das Schlachtfeld siegreich. Bennett Brown holt seinen zweiten Sieg in seinem zweiten Match zurück hier bei Nova. Auf eine relativ unerwartete Art und Weise, würde ich sagen. Aber es hat funktioniert. Und das ist auf jeden Fall ein Sieg, den er sich guten Gewissens hier auf die Vita bei Nova schreiben kann.